Den Haag. Wir kooperieren ja mit dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal zur Ex-Jugoslawien in Den Haag seit 1994 in verschiedenster Weise. Und es sind hier nur noch einige Täter für genau diese Verbrechen verurteilt worden. Vielleicht am wichtigsten zu nennen, der sogenannte Fortschrittprozess, in welchem sehr langen Prozess ist sozusagen das gesamte Ausmaß der Gewalt gegen Frauen in der Stadt, in der ostbosnischen Stadt Foča, exemplarisch behandelt worden und hat gesehen, dass dort wirklich fast ein Viertel aller Frauen, Mädchen und Frauen von sehr jung bis sehr alt in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und es sind die fünf Täter, die angeklagt waren, eben fünf, derer man nachhaft werden konnte, es waren natürlich sehr viel mehr, die dafür angeklagt hätten werden müssen, aber fünf sind eben angeklagt gewesen, alle Gott sei Dank zu hohen Strafen verurteilt worden. Und einige weitere Täter aus anderen Regionen Bosnien sind verurteilt worden. Aber was wir bei der Kooperation mit Den Haag, bei der Beobachtung dieser Prozesse, das war eine wichtige Arbeit von Köln auch, eben diese Prozesse zu beobachten, was wir gesehen haben, war, dass da erneute Menschenrechtsverletzungen gegen die Zeuginnen geschehen sind. Der Täter hat einen hochbezahlten Verteidiger neben sich. Die Zeugin gilt als lebendes Beweismaterial für die Anklagebehörde. Sie hat noch nicht mal einen Beistand neben sich. Und es gilt dort das angloamerikanische Recht, was bedeutet, dass es eben Kreuzverhöre gibt. Stellen Sie sich vor, da ist als eine Zeugin, die wird dann von dem Täter in die Enge getrieben und wird gefragt. Vor fünf Jahren, an dem 20. Mai, da bist du von 30 Männern vergewaltigt worden, behauptest du. Und das haben wir ja auch schriftlich. War das rechts oder links vom Hügel? War das neben den Bäumen oder war das auf der anderen Seite? Welche Mützen hatten diese Soldaten an? Und. Da widerspricht sich an jeder Mensch, der solche schweren Menschenrechtsverletzungen erlebt hat. Das ist ja sozusagen das Wesen, die Natur von Traumatisierung, sozusagen wie die Gnade unserer Seele, dass wir bestimmte Dinge vergessen. Und dann ist diesen Frauen, diesen Zeuginnen Widersprüchlichkeit vorgeworfen worden. Und das Problem war aber nicht nur, dass die Täter solche Verteidigungsstrategien gefahren sind, der Frau eben Widersprüchlichkeit vorzuwerfen, sondern dass die Richter denen gefolgt sind und vor allem eine Klientin, von Melika Senica ein zweites Mal ein Kreuzverhör über sich ergehen lassen musste, weil eben ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen wurde. Es gab ja auch viele männliche Zeugen. Interessanterweise ist die Glaubwürdigkeit nur von Zeuginnen, wenn sie vergewaltigt werden, in Zweifel gezogen worden. Vielleicht noch als letztes zum Abschluss. Wir haben ja gerade kürzlich eine kleine Aktion gemacht, weil wir gesehen haben, dass bei der neuen Anklageschrift von Karadzic wir große Sorgen haben mussten, dass dieses Thema nicht gebührend vorkommt. Und das war für uns unerträglich und für die bosnischen Frauen, dass ausgerechnet bei Karadzic Massenvergewaltigung nicht als ein eigener Anklagepunkt in der Anklageschrift bestehen. Wir haben leider nur sozusagen einen halben Sieg erreicht. Es ist unter mehreren anderen Aspekten ist das Thema aufgeführt, aber eben nicht als eigener Anklagepunkt, wie es der Massivität des Verbrechens in Bosnien adäquat gewesen wäre. Also die Kooperation mit diesen Gerichten und auch dem neuen Internationalen Strafgerichtshof, wo ja nun Präzedenzfälle laufen zu Uganda und zu Kongo, da werden wir sehen, oder haben wir jetzt schon gesehen, dass da neue Probleme auftauchen. Wir können eigentlich nie loslassen und sagen, die Statuten haben wir beeinflusst. Da gibt es jetzt gute Statuten. Wir müssen immer sozusagen hinterher sein.